Schmuck. Ah ja, 100 Tonnen Kakao. Ja. Die Katze verpennt irgendwie auch den ganzen Tag, habe ich das Gefühl. Allerdings soll sie jetzt schlafen, morgen wird sie nicht zum Schlafen kommen. Das ist gemein, wenn man... Wir hören das ja schon relativ laut und... Hunde und Katzen hören das nochmal... Stoffe sind Mangelware. Sechsmal lauter als wir. Und die wissen auch gar nicht, was da los ist. Die drehen da natürlich durch. Allerdings... Ist es ja eigentlich nur einmal im Jahr, aber das Problem ist, die Leute heben die Böller ja auf und nutzen die teilweise auch das ganze Jahr und das finde ich nicht schön. Ja. Es fehlt an Stoffen. Stimmt doch. Es interessiert keine Sau, dass da keine Stoffe da sind. Wirklich keine. Man braucht noch 1333 Leute. Die wird's stören. Wenn keine Stoffe da sind. Überprüft eure Handelsrouten. Es fehlt an Stoffen. Keine Ahnung. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist mein Schiff, aber das ist ja hier. Ich vergaß. Das wird auch relativ schnell ausgereizt sein. Stoffe sind Mangelware. Aber ich werde hier noch Nahrungsmittel zusätzlich produzieren müssen. Vielleicht aber auch nicht. Fangen wir erst mit Stoffen an. Und schauen dann weiter. Wir sparen übrigens auch einiges an Stoffen dafür, dass wir nicht ständig unsere Schiffe reparieren müssen. Von Piratenangriffen. Das meint man zwar nicht, aber das merkt man dann doch deutlich mit der Zeit. Die kommen schon klar. Lernen zu teilen. Okay, das lass mal reichen. Stoffe sind Mangelware. In die Wanten. Okay, sie bauen sich aus, aber sie haben... Habe ich immer noch Siedler irgendwo? Habe ich denn hier noch Siedler? Wenn ich noch Siedler habe, wird früher oder später in sein Haus in Flammen aufgehen. Und dann habe ich ihn ja. So, jetzt fangen die gerade erstmal an. Bis genug Schafe da sind, dann geht's erst los. Wo ist das hier? Ach so, das ist dieser. Oh, da hätte ich ja auch noch. Hier kann ich auch noch ein bisschen nachziehen mit Stoffen, fällt mir. Es fehlt an Stoffen.
Machen wir mal ein bisschen Nahrung. Stoffe sind Mangelware. Ja. Vergiss nicht, mir mitzuteilen, dass Stoffe Mangelware sind und es daran fehlt. Einerseits finde ich es gut, dass man hingewiesen wird, aber andererseits kann das echt nervig werden. Sagen, der geht gleich mal hoch und holt, versorgt oben. Stoffe sind Mangelware. Mal ein bisschen noch. Das ist Wahnsinn, oder? Was ich hier an Schiffen habe. Ach, okay. Hier fehlt es an Werkzeug. Und sonst nichts. Setzt neuen Kurs. In die Wanten. Und schon kann ich ein bisschen auftrumpfen wieder. Mit noch mehr Schaffarm. Könnte so klappen, ohne dass wir Probleme kriegen. Viel fehlt wirklich nicht mehr. Okay, Stoffe kriegen wir in den Griff. Endlich. Viel Kaufleute haben wir nicht mehr. Bürger haben wir noch ein paar. Mit 20 Häusern hätte ich's. Der Regen bleibt. Moin. Ich mach's hier. Okay. Geht auch ohne diesen blöden Weg. Geht schlecht ohne diesen Weg, aber es geht. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen so ein Ding. Es geht mir gar nicht ums Geld, es geht einfach nur darum, das irgendwie noch was dran zu schustern. Aber das merkt ihr wahrscheinlich. So ein Ding. So ein Ding. Oh, schade, es hätte da wunderbar reingepasst. Das haben wir dazu. Ein Arzt wäre natürlich nicht schlecht. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Ach, das Badehaus fehlt natürlich noch. Ui, da arbeiten aber viele Leute drin. Es ist gerade noch was, hat sich noch gerade jemand ausgebaut, aber ich glaube es nicht. So, mal schauen, ob wir es jetzt in den Griff haben. Bauen dürfen sie. Dann hoffe ich, dass sie es jetzt bald tun. Wir haben irgendwo noch Siedler. Ich habe aber echt keinen Schimmer, wo.
Ihr seht es vielleicht, aber ich sehe jetzt absolut gar nicht, wo die sein könnten. Wo könnten die sein? Ich hab echt sowas von keine Ahnung. Da. Ich verstehe. Hier eine Privatschule. Was fehlt denen? So ein Mist, das hat gar nichts gebracht. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Die reise ich mir ausnahmsweise weg. Da habe ich jetzt keine Möglichkeit, so richtig ranzukommen, wenn ich ehrlich bin. Es mangelt an Schmuck. So, das machen wir jetzt erstmal wieder aus. Es mangelt an Schmuck. Immerhin plus 9000. Also weniger wird unsere Bevölkerung jedenfalls nicht. Eure Stadt hat eine Größe von 9000 Einwohnern erreicht. Er sagt es immer ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Wir haben schon 9000. Wir brauchen bloß noch 1000 mehr. Also wenn ich hier die 10.000 erreiche und die versorgen kann, dann höre ich direkt auf. Das ist einfach sehr lästig. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier über 8.000, oder? Fast 9.000 Aristokraten. Und ich muss sagen, es geht. Wenn ich noch mehr Ressourcen auf diese Insel hier konzentriere, habe ich, glaube ich, wenig Bedenken, dass ich das, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das schaffen kann, hier gut 15.000 Aristokraten drauf zu kriegen. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft dein Gesicht. Könnt ihr wirklich noch auf 400 Leute kommen, wenn ich es weiter ausreize? Ich lasse es jetzt aber erstmal. So, gucken wir mal, dass wir dann keine Siedler mehr haben erstmal. Oh, ist schon wieder mitten in der Nacht. Ich glaube, ich nehme schon wieder 2 Stunden auf. Das wird auch lustig, wenn ich hier damit einmal anfange. Das könnte doch so ein super Goldvorkommen sein. Oh, ich könnte hier so viel dran. Pass mal auf. Eins. Da würden 2 Stück dran passen. An jeder Seite vor allem. Wenn das ein Goldvorkommen wäre, ich könnte mich so. Ich könnte 8 Goldminen an einen so einen scheiß Berg haben. Ah, oh, nee, ich krieg nur diese Bescheuerten hier. Okay, ich will mich eigentlich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich die überhaupt habe. Oh ja, es ist wieder Zeit,
Die hätte ich jetzt gern langsam zu Bürgern wenigstens. Dann schaue ich erstmal weiter, wie ich die Bevölkerung so hochdresche. Mach dann gleich ein Bauverbot. Ich überlege gerade, ob ich das mit Marktplätzen mache. Bringt nicht viel. Aber es bringt was. Die werden sich gleich ausbauen. Es werden mehr Siedler. Die werden nicht auf diesem Stand bleiben wollen. Würde ich auch nicht wollen. Es ist zwar schön, ein richtig schönes Holzhaus zu haben, aber ein Steinhaus ist ja eigentlich schon besser, glaube ich. Zum Kaufleutehaus muss es ja nicht reichen. Klar, die Menschen streben immer mehr an, aber muss ja nicht alles ausreizen. Wie viele Leute passen da rein? Jetzt sind schon 5 Siedler. Passen da wahrscheinlich so 7, 8 rein? Das könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Okay, sie sind Bürger geworden. Wir haben... fast 9000 Aristokraten. Und ehrlich gesagt, wenn ich hier ein bisschen Platz schaffe, mache ich jetzt auch einfach mal. Würde ich sagen, kriegen wir die 10.000 auch garantiert noch hin. Nö, so nicht. Ach. Auch gut. Auch gut. Ein Arzt brauchen wir auf jeden Fall. Und ein Wirtshaus wäre auch nicht schlecht. Arzt. Die Schule wird nicht hinreichen. Aber ansonsten haben wir so ziemlich alles, glaube ich. Ah, so ein paar Kaufleute geworden. Ich glaube, wir haben es. Damit kriegen wir es dann hin. Hier kann ich mal weiterbauen. Vor allem die Fischerhütten. Den Bonus soll man, muss man einfach nutzen. Wer das nicht macht, ist eigentlich ein Idiot. Bin mir sicher, die nutzt jeder. Schön ist, auf den Feldwegen können die weiter weiden. Die Schafe. Wieso liefern Schafe nicht eigentlich... Überprüft eure Handelsrouten. Nicht Wolle und Nahrung, das wäre doch toll. Kann ja. Es könnte sein, dass die... dass die geschoren werden und irgendwann später auch... Schafe sind ja auch essbar, ohne Probleme. Ich brauche mehr Nahrung. Es reicht nicht ganz, glaube ich. Wenn ich alle ausbauen. Deshalb würde ich sagen... davon werde ich noch eine brauchen, auf jeden Fall. Zehn Leute arbeiten da drin, davon hätte ich gern zwei.
Ich brauche auch viel Platz. Ich habe aus einem anderen Grund ganz weit dafür, da brauche ich dann für die untere Stadt noch. Nahrung muss ich nochmal schauen, aber das kann ich auch alles von hier noch nehmen dann. Ja. Wir haben schon 9000 Aristokraten, die 10.000 sind echt nicht mehr fern. Hier kann ich dann alles, könnte ich alles noch mit Leuten vollpflastern. Hier, das kann ich auch alles rein theoretisch mit Leuten vollpflastern, ist gar kein Problem. Das hier könnte ich alles ersetzen und mit Leuten vollpflastern. Bin mal gespannt, was er bei 10.000 sagt. Ihr habt eine Stadt Größe von 10.000 Einwohnern erreicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal eine Animation irgendwie gemacht haben, weil... Ich würde mich aber freuen, bei 5.000 hätte ich mich schon gefreut, weil das ist auch schon mal eine richtige Leistung aus meiner Sicht. 10.000 ist nochmal eine viel größere Leistung, wohlgemerkt. Okay, ich habe noch eins, mit dem ich dann alles versorgen kann, das ist gut. Wahnsinn, wie die Kleidung abgeht, oder? Ich glaube, langsam wird es weniger. Die Kleidungsversorgung reicht wieder nicht aus. Ich komme nicht hinterher mit der Versorgung mit Kleidung. Was ist denn los mit diesen Hampelmännern? Unsere Bilanz ist auch nicht mehr so rosig. Allerdings liefern wir auch gerade keinen Schmuck. 9200 Aristokraten. Die Nahrung geht sowas von runter. Kleidung. Kleidung scheint auch wieder nicht zu reichen. So, kein Holz mehr. Alles scheint in Ordnung zu sein, außer die Nahrung schon wieder. Bisschen mehr Holz wäre nicht schlecht. Allerdings, die Kanonengießereien brauchen jetzt auch massig Holz. Das darf man nicht vergessen. Und nicht unterschätzen. Ich lasse dann noch alle Leute ausbauen bis zur letzten Stufe und dann... Ja, reicht das überhaupt? Hier. Das reicht nicht von der Bevölkerung. Ich kann noch ein paar Häuser vorne dran setzen dann. Es muss doch jetzt langsam mal gehen, ich habe schon fast 3 Millionen. Fällt mir ein, ich brauche wahrscheinlich noch eine Erdschmelze mehr. Naja, nehme ich da ein bisschen Effizienz weg. Warten wir erstmal, wie es aussieht, wenn die alle ausgebaut sind. Aber es wird nicht reichen. Knapp unter die 10.000 kommen wir damit gerade mal. Das ist einfach ein Witz, was die von mir wollen. Brauchen aber auch lange, um sich auszubauen irgendwie. Okay, sagen wir mal die 15. 80 noch dazu. Ich brauche noch 3-4 Häuser. Drei Häuser müssten eigentlich reichen. Um die Nahrung kümmere ich mich dann gleich. Hey, hey, Captain!
Wir nehmen mal hier alles weg. Das Gute ist, dadurch kann ich echt sauschnell an Nahrung kommen hier immer. Ach ja. Da ist schon wieder ein Vulkan ausgebrochen irgendwo. Also irgendwo, keine Ahnung wo. Muss irgendwo Fremden passieren. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Gut. Woran hängt's? Ich wollte gerade sagen, am Geld kann es unmöglich hängen. So. So, jetzt baut euch aus. Das ist das erste Mal, dass ich 10.000 Leute erreiche. Und pass auf, jetzt Stromausfall. Alles aus. Okay, Stromausfall würde mir ja nichts machen. Laptop explodiert. Bei 9.999. Boah, das wäre so bitter. Ich dachte, da würde ich einen Anfall kriegen. ...9.500 Aristokraten. Wir haben ca. 400 Arbeiter hier auf dieser Insel. Machen wir wieder an. Wir haben es fast. Kommt, baut euch aus. Ich gehe mal weg. Eure Stadt hat eine Größe von 10.000 Einwohnern erreicht. Es mangelt an Schmuck. Das war's. Eure Stadt hat eine Größe von 10.000 Einwohnern erreicht. Das war's. Ich habe eigentlich echt damit gerechnet, oh, hier kommt noch irgendwas, aber es klang jetzt nicht so danach. Obwohl, eigentlich klang es danach, als ob er noch was sagen will, aber das war es auch schon. Es klang halt nur danach. So, das Ding wird jetzt mit... Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Dürre vernichtet dein Gesicht. Oh, das wird immer richtig spaßig, das für die hier zu machen alles. Hier können wir noch ein bisschen Lager mehr gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Ja, so läuft das. Wenn ich mehr Lager möchte. Mit der Insel muss man das eigentlich ausgleichen können, tatsächlich. Die nötige zusätzliche Nahrung.